Oh mein Gott, das GTA 6 Release-Datum ist nun offiziell. Check das Gewinnspiel aus. Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem ultraspannenden Video, denn heute geht es mal wieder um GTA 6. Ja Freunde, heute ist ein mega geiler Tag, denn gestern gab es natürlich die erste Pressekonferenz des Jahres und zwar von Take-Two, der Publisher von Rockstar Games. Ja und der Chef hat persönlich gesprochen und zwar hat er jetzt endlich den GTA 6 Release offiziell bestätigt. Dann hat er auch gesagt, auf welche Konsolen das Ganze released wird und was nun mit der PC-Version ist. Alles Wichtige, was gestern bei der Pressekonferenz gesprochen wurde, habe ich euch in diesem Video zusammengefasst. Doch bevor wir mit diesem ultraspannenden Video anfangen, würde es mich mega freuen, wenn ihr jetzt alle ein Like und ein Abo auf diesen Kanal da lässt und vergesst auf gar keinen Fall abzuchecken, ob die Glocke wirklich für alle Benachrichtigungen aktiviert ist. Als Dankeschön läuft hier ein dauerhaftes GTA 6 Gewinnspiel. Gönn dir! Ja, Freunde, auf diesen besonderen Tag haben wir alle gewartet. Denn wie ich euch bereits vor Monaten erzählt habe, war dieses Gespräch sehr wichtig, um herauszufinden, ob jetzt GTA 6 Frühjahr, Ende 2025 oder sogar erst 2026 erscheint. Ja, und der CEO hat jetzt gesprochen, denn dem wurden sehr viele Fragen gestellt, vor allem von den Investoren. Und hier die offiziellen Antworten. Als allererstes wurde er gefragt, auf was das Ganze released wird und ob man jetzt mit deiner PS4 oder Xbox One Version rechnen kann. Ja, Freunde, das Thema haben wir ja bereits angesprochen und das war eigentlich den meisten schon klar. Die PS4 und die Xbox One Edition können wir komplett vergessen. Natürlich mag jetzt der ein oder andere traurig sein, weil er nur diese Konsole zu Hause hat. Jedoch müsst ihr das auch positiv sehen, denn das bedeutet, dass GTA 6 einfach die höchste Leistung erfordert. Also auch diese Information wurde jetzt offiziell bestätigt. Plus er hat natürlich dazu gesagt, GTA 6 kommt nur auf die PS5 und die neue Xbox. Die PC-Version wird auch kommen, bloß etwas verschoben. Weil da gab es auch sehr viele Gerüchte, dass die PC-Version vielleicht erstmal gar nicht geplant sei, weil es auf der Website nicht aufgelistet wurde. Doch auch da habe ich euch immer wieder beruhigt, auch wenn es nicht offiziell bestätigt wurde. GTA 6 wird auf jeden Fall auf den PC kommen. So Freunde, und jetzt zu der wichtigsten Frage. Wann können wir mit dem Release zu GTA 6 rechnen? Ja, der CEO von Take-Two, also Strauss Zelnick, hat erstmal über Rockstar Games geschwärmt und meinte, dass Rockstar Games an Perfektion arbeitet und das Spiel GTA 6 so perfekt werden soll wie noch nie. Deshalb werden die Zeit benötigen, die die brauchen. Jedoch habe sich an der Planung derzeit nichts geändert. Bedeutet, das Spiel wird in diesem geplanten Geschäftsjahr erscheinen, also bis spätestens März 2025 und somit ist klar, GTA 6 wird im Frühjahr 2025 kommen. Aber, da gibt es ein sehr großes Aber, Strauss Zelnick hat ja bereits gesagt, dass Rockstar Games an einem perfekten Spiel arbeitet. Und sollte irgendein größerer Fehler auftauchen, irgendein neuer Mega-Leak oder diverse andere Faktoren, die das Ganze stören könnten, so kann es natürlich trotzdem noch passieren, dass es im Nachhinein verschoben wird. Deshalb, Freunde, wir können alle aufatmen. Es steht immer noch Frühjahr 2025. Doch so ähnlich ist es ja auch bei GTA 5 gelaufen. Es war alles schön und gut und kurz davor wurde es verschoben. Außerdem hat Strauss Zelnick gesagt, dass wir mehr Informationen im Mai bekommen werden, denn da wird Take-Two sich nochmal öffentlich melden und sagen, was in der Pipeline steckt. Es ist quasi ein Begriff für Planung. Das, was quasi Take-Two bis zum Frühjahr 2026 geplant hat. Ja, Freunde, ich habe es euch gesagt, ich werde der allererste sein, der darüber berichtet und ich denke mal, ich habe jetzt mein Wort gehalten und ich freue mich natürlich, euch diese Mega-Informationen mitzuteilen und Dankeschön natürlich auch an das gesamte Team. Wenn ihr auf dem neuesten Stand sein wollt, dann checkt unbedingt den Discord ab. Lace ist da sehr aktiv und er war gestern mitten im Gespräch. Und jetzt natürlich die Frage an euch. Werdet ihr GTA 6 auf einer Konsole zocken? Wenn ja, auf welcher? Oder werdet ihr doch lieber auf die PC-Version warten? Schreibt eine ausführliche Meinung in die Kommentare. Ich werde das Ganze lesen, beantworten und dein Herz da lassen. Und wie immer natürlich grüße ich vom letzten Video den ersten und den letzten Kommentar. Grüße gehen raus an Leonardo Hermandes -WX1OL sowie AtzeAbi77. Willst du auch im nächsten Video gegrüßt werden? Dann lass jetzt einen Kommentar da.